Hallo YouTube und willkommen zu einem kurzen Technik-Faultier-Video. Gerade war ja das Honor 20 Event in London und ich weiß, das Thema Honor, Huawei, die USA, Trump, schwarze Listen und welche Unternehmen jetzt nicht mehr mit Huawei und dem Konzern dahinter zusammenarbeiten dürfen, das Thema kocht gerade hoch. Aber da ist noch vieles im Unklaren. Die Chinesen lassen sich noch nicht in die Karten gucken, was da alles passiert. Auf der anderen Seite sind die Amis ja ein bisschen zurückgerudert. Jetzt die 90 Tage Genehmigung. Das heißt, und ich bin der eigentlich festen Überzeugung, die finden schon irgendeine Lösung. Und alles andere ist extremes Glaskugelraten, wie das sich ganz dann entwickelt. Vielleicht mache ich dazu noch was. Aber dann kommen auch Nasen und sagen, hey, du erwähnst das mit keinem Wort. Da verweise ich an Faultiers 5 natürlich. Und ich meine, dass man ein Video zum Honor 20 macht, das gar nicht zu kaufen ist im Zuge dieser ganzen Nasenbär-Aktion der Amis dahinter. Und ich würde sie am liebsten würgen. Ich weiß, die Chinesen, muss man ja auch mal sagen, spielen ja auch hier und da immer noch nicht ganz fair. Also wenn man auf der anderen Seite sieht, die Amis kommen jetzt hin und verbieten Google, dass sie das machen. Auf der anderen Seite sind es die Chinesen, die in China Google und den Google-Diensten nach wie vor den Marktzugang verweigern, wenn Google halt deren Forderungen nicht erfüllt. Das ist wieder wie so oft eine Sache von zwei Blickwinkeln und mehreren Dingen, die man da betrachten muss. Aber das wollte ich gar nicht sagen, sondern wir hatten dieses Honor 20 Event. So, und vorher konnte ich ja das Gerät sehen, mein heimlicher Star. Und jetzt beginnt eigentlich dieses Video eigentlich erst, ist das Asus Zenfone 6 inzwischen. Ich war letztes Jahr ja schon von den 5ern sehr angetan und habe mir gedacht, ja Asus, warum kommt ihr nicht mehr nach Deutschland? Warum seid ihr da nicht aktiver? Und die waren letztes Jahr schon sehr interessant. Ich glaube, in Frankreich waren die viel motivierter, die Geräte zu verkaufen. Und jetzt war es so, während dieses London-Trips habe ich direkt früh morgens am Flughafen sozusagen schon mit einem 6er rumspielen können und war erstmal so, dieses Kameradesign beziehungsweise das, was das Gerät ja so dieser Mechanismus habe ich, glaube ich, vorher noch nicht gesehen, dass die Hauptkamera auf der Rückseite auch nach vorne geklappt werden kann. Und zwar indem die halt da unten drunter hängt und dann dreht die sich dann einmal so nach vorne. Und das geht halt dann so nicht ganz 180 Grad, aber einmal außen rum. Und dann hat man das Ding vorne. So, und ist natürlich auch ein interessantes Design. Wobei sind es wirklich 180 Grad? Moment, die liegt so und dann platt. Ja doch, 180 Grad. Und dann morgens am Flughafen habe ich den Drop-Test gemacht und ja, auch diese Kamera zieht sich ein, wie schon beim OnePlus 7, braucht aber ein bisschen länger. Also da braucht man, denke ich mal, eine Stürze ab einem halben Meter sind da wahrscheinlich sicher, damit alles wieder eingerastet ist. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das war so, Asus Gerät interessiert mich jetzt nicht wirklich, weil die kommen ja eh nicht zu uns vernünftig und so. Dann konnte ich aber im Laufe des Tages immer mal wieder damit rumspielen und gerade abends bei prallen Sonnenschein war ich dann noch mal sehr davon angetan, habe es mir dann richtig lange geschnappt und dann, deswegen ist das auch erst nur ein erster Eindruck. Aber da war so ein paar Sachen, die mich angesprochen haben. Nummer eins natürlich das Design, das sind jetzt irgendwie 92% Display-to-Body-Ratio, wie das immer heißt. Dadurch, dass vorne keine Notch, keine Frontkamera ist, dass die Sensoren überall versteckt sind und die Kameras halt auf der Rückseite sind und bei Bedarf nach vorne klappen, sieht das natürlich schön aus. Gut, Verarbeitung, ich meine, irgendwie ist da Gorilla Glass 6 schon mit dabei, das ist ja schön, Snapdragon 855er, dann gibt es mehrere Versionen, für 500 Euro gibt es dann 6 GB RAM und 64 GB Speicherplatz und 60 Euro Aufpreis bieten dann 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz. Klingt ja alles nett. Dual-SAM und dann kamen so Sachen, wo ich dachte, wow. Bisher war es halt einfach nur so ein normales Asus-Smartphone. Also auch mit Kopfhöreranschluss, den sah man dann schon, NFC an Bord, kein drahtloses Laden, war dann wieder so ein bisschen, aber für den Preis, warum eigentlich nicht? Und dann hörte ich so ein paar Sachen. Nummer eins, man kann diese Kamera auch noch kontrollieren. Ich kann mit den Lautstärketasten, kann ich die Winkel steuern zusätzlich nochmal. Dann kann ich mit dieser automatischen Drehkamera auch Panoramas machen. Bedeutet, ich stehe irgendwo, fange an und die Kamera macht das Panorama von sich aus. Dabei muss man sagen, das ist wieder unser bekannter 48-Megapixel Sony-Sensor. Zusätzlich gibt es nochmal eine 13-Megapixel Wide-Winkle-Kamera. Der 48-Megapixel-Sensor hat in diesem Fall aber kein OIS. Da bin ich ein bisschen skeptisch gerade, was diese Kamerafahrten wenn man die Kamera sich auch selber drehen lässt, angeht. Aber eine nette Spielerei, die mich direkt angesprochen hatte. Das war sowas, wo ich denke, wow. Nummer zwei war, wir haben zusätzlich zur Lautstärkenwippe und den An- und Aus-Taste noch eine vierte oder eine dritte halt selber belegbare Taste. Hat mich auch, ist doch wieder dieses, wo ich sage, klasse, geht doch auch, liebe Hersteller, muss man nicht immer mit dem
hauseigenen Sprachassistenten koppeln, sondern man kann es auch so machen. Dann kamen noch so kleine Sachen, wie dass das Ding halt Stereo-Lautsprecher hat. Naja, dann kam, dass das Ding zusätzlich zur Dual-SIM-Version, also es gibt, ihr könnt da zwei Nano-SIM-Karten reinpacken und zusätzlich noch eine Speicher, also eine Micro-SD-Karte für die Speichererweiterung reinpacken. Also Triple-SIM oder Triple-Speicher oder Triple-Slot, sagen wir es mal so. Das war natürlich auch so der Moment, wo ich dachte, uiuiuiui, Asus, das geht doch. Und dann kam aber das Ding, was mich jetzt wirklich fertig gemacht hat. Ich habe mit dem Ding wirklich dann so intensiv rumgespielt und dachte auch so, ja gut, ne, normales 4000 mAh Gerät, ne, ein bisschen groß, ne, 6,4 Zoll. Die Displayauflösung hat sich übrigens, also 2340 x 1080 bei 6,4 Zoll sind das 402 ppi. Also scharf genug, sah auch vernünftig aus und vor allem war das Ganze auch hell genug. Das war nämlich das so in London, die Sonne ging um, da ist Schein, ist die Sonne schien und man konnte trotzdem noch was auf diesem Display erkennen. Das machte wirklich einen richtig schönen oder einen wirklich soliden Eindruck. Und dann kam aber das so, ne, 4000 mAh und dann hieß es, nee, da drin ist ein 5000 mAh Akku. Und das war wieder der Moment, wo ich dachte, niemals. Also wieder so Huawei Mate 20 oder P30 Singer, wenn man dann das auf einmal hört, wie die das da reinquetschen. Das Ding ist sogar mit 190 Gramm sogar noch leichter. Ist vielleicht nicht ganz so schlank Design und vielleicht nicht ganz so sexy. Ja, das gebe ich dem Ding auch zu. Und ich mache mir auch ein paar Gedanken, dass dieser Kamera nach vorne Drehmechanismus, der 100.000 Mal aushalten soll, der ist halt ein bisschen, was soll man sagen, nicht grobkörnig, aber ein bisschen grob designt, dass da halt schnell Schmutz, Staub und vielleicht irgendwann sich mal was festsetzt. Aber ich meine, dann muss man halt ein bisschen putzen. Aber das war in Summe so eine Nummer, wo ich mir dachte, schöne Sache. Also das war, und dann ist es wieder Asus, den ich ja seit 2 Jahren in den Ohren liege, so nach dem Motto, mach doch mal ein bisschen mehr in diesem Bereich. Ich freue mich ja, dass die da auch noch nach wie vor Smartphones machen. Und vor allem nach dieser Fünfer-Schwemme vom letzten Jahr, dass sie jetzt hingehen und sagen, hier, Zenfone 6, Bums aus Mickey Mouse. Es gibt, glaube ich, mehrere Speicherversionen, ja. Aber das war doch, kam echt solider, positiver erster Eindruck. Und ich stehe jetzt hier gerade und denke mir, die Dinger gibt es anscheinend erstmal nur bei Asus zu kaufen. Ne? 4,99, kleine Version sollte dicke ausreichen. Ich glaube, da stürze ich mich mal ins Abenteuer mal wieder nach langer Zeit und teste mal wieder ein Asus-Smartphone. So, das wird jetzt eigentlich viel zu lang. Aber das war so nach dem Motto, wieder was, man rechnet mit dem einen und dann denkt man sich schon, naja, in diesem ganzen Huawei Honor-Ami-Stress. Und dann kommt auf einmal da Asus um die Ecke. Und man hat auf einmal ein Gerät, was echt, echt positiv oder aus dem Nichts überraschend positiv auf mich wirkte. Das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.